Ja, hi, hier ist wieder Ralf Suhr aus der Natur. Und zwar heute geht es um die Befüllung der Biogasanlage, die ich hergestellt habe. Und dazu habe ich mir ein paar Komponenten besorgt oder beziehungsweise auch hergestellt. Das zeige ich euch mal kurz. Es geht hier um Biomasse und zwar Pferdemist, ziemlich frisch und ungegärt. Und hier habe ich vor ungefähr einem Jahr Rasenschnitt fermentiert und diesen Rasenschnitt mit EMA angesetzt. So haben wir jetzt hier einen schönen EMA fermentierten Rassilage, sagt man ja auch. Ja, und das werde ich hier mit 10 Liter Wasser vermischen, und zwar hier in diesem Edelstahlgefäß mit dem Mixer, der dann das Ganze hoffentlich schön klein macht. Werde ich euch zeigen, wie ich die Biogasanlage damit befülle. Ja, EMA habe ich deshalb verwendet, damit die Schwefelwasserstoffbildung gering gehalten wird und die Methangasproduktion erhöht wird. Ja, zuerst schauen wir mal hier. Ja, sieht ganz gut aus, funktioniert, gut im Krach. Irgendwie schneidet der sich immer frei, deswegen habe ich das hier an. Thank you.
Ja, mit. Jetzt habe ich mein zweites, weil der Motor frei. Auf dem Fahrzeug kann natürlich auch Wasser mit Stromkasse lang. Ja, ich hoffe, dass das EM nicht dazu beiträgt, also laut Doktorarbeit oder Magisterarbeit, dass das ja so eine viel bessere Methanol-Spark haben. So, kann ich euch gleich mal zeigen, wo ich das dann auch reinmache.